Küche Nummer 11. Wenn ich das, ja, 11. Heute mal ein größeres Päckchen. Es klappert auch. Oh. Ein Phasenprüfer mit Anleitung. Wow. Der sieht echt hübsch aus. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen schönen Phasenprüfer gesehen. Ist jetzt kein Scheiß. Aber das Kunststoff ist kristallklar. Echt heftig. Wow. Gucken wir mal, was hier noch dabei ist. Wir haben so wahrscheinlich noch Sicherheitshinweise, bis wie viel Volt der verträgt und bla 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 bla. In verschiedenen Sprachen. Holländisch, Spanisch, Polnisch, Englisch, Arabisch. Wow. Also die verschicken ihr Werkzeug wirklich in die ganze Welt. Hier sieht man nochmal DE. Benutzen Sie die Spannungsprüfer nur bei Temperaturen von minus 10 bis plus 50 Grad. Bei Frequenzen von 50 bis 500 Hertz prüfen Sie die Spannungsprüfer. Blablabla. Der hat nur Warnhinweise für den Prüfer selbst. Hier ist noch ein Code dabei, also ein Strichcode drauf. Cooles Teil. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, bis zur Nummer 12. Bis morgen. Ciao.